Mr. 820? Was ist das? Na, das ist eine Rätsel. Kennst du nicht mit dem Schnurrbart? Stimmt, Mr. 820. Wer ist Mr. 820? Ja, stimmt. Mr. 820. Gut gemacht. Reife Leistung. Jetzt muss ich mich nach einem neuen Rätsel umsehen, damit ich etwas für sie habe, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Oder wir begegnen uns einfach nie wieder. Danke, ich war nicht jetzt schon da. Ich kann das gar nicht erwarten. Ich bin so aufgeregt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich habe, glaube ich, einen Zug zu viel genommen. Ja. Dieses kleine Tor führt anscheinend direkt in den Garten. Oh je, das untere Teil des Tors scheint kaputt zu sein. Au! Ich dachte, ich passe durch diesen Spalt. Du hast mich wohl zu gut gefüttert, Nadelstreifen. Los rein. Ja, okay. Oder ist hier noch irgendwas? Nein. Blablabla, bla, Schnauze durchs Gitter gesteckt und Buschnase. Klar. Warte mal, aber sie hat ja auch nichts mehr. Nö, ja. Gut. Moment, dann gehe ich gleich rein. Bitte treten Sie doch rein! Also ich finde die gruseliger als Crow. Oder, nee, nicht Crow. Wie hieß denn nochmal der... Der Butler in... In dem zweiten Teil. Tolle. Ja. Ist der dann? Nee, Crow war jemand anders. Das war der Anführer der Bande im vierten Teil. Naja, Crow wie auch fand immer. Ich auch gruselig. Mhm. Also in der Rabending. Mhm. Ach, die Rabenbande, genau. Mhm. Hey, das sieht ja fast aus wie im ersten. Nein, Quatsch. Guck mal, das Katzenbild hinten. Ich melde sie dann mal an. Können Sie bitte einen Augenblick hier warten? Ich hole kurz das Messer. Die heißt hier übrigens einfach nur Maido. Also ja, Maid. Haushälterin. Voll gemein, die hat bestimmt im Deutschen dann wenigstens einen richtigen Namen. Ja. Potz Blitz, das Haus ist von drinnen ja noch beeindruckender als von außen. Und guck mal, das sieht alles so Vintage-mäßig aus. Ja, schön. Absolut hochwertiges Mobiliar. Ja, vorzügliche Möbel, nicht wahr? Und die Teppiche waren sicher sündhaft teuer. Aber was fällt dir sonst noch auf, Shell? Was erkennt man an diesem Gang? Also, da sind jede Menge Katzen. Stoffkatzen, Katzendeko, Katzenbilder. Sie ist eindeutig verrückt nach Katzen. Sie ist eine Katzenlady. Ha, genau. Croy heißt der. Ah. Stimmt, nicht Crow, sondern Croy. Fast richtig. Ha, genau, all diese Katzensachen. Ungewöhnlich viel davon, findest du das nicht? Mhm. Ja. Oh, schaut, da ist sie ja. Ah, sie hat bestimmt ihre Katze verloren und jetzt muss sie. No, I specifically requested Professor Luton. I certainly didn't ask for a young parvenu like yourself. Oh, people are still demanding my father's services. You're obviously not abreast of the situation, madame. Pardon? Allow me to clarify. I will solve this case in my father's stead. Hmm. Very well, I suppose as long as it is solved. You must recover my dear lost Rexy Wexy post haste. Rexy Wexy? Sorry? Oh, my precious Rexy Wexy! Where have you gone? Where? I'm so worried. I can't sleep at night. Yeah, no idea why Rexy Wexy would want to get away from that. Wie sie sich bewegt hat! Oh, das hat mich kurzzeitig so an den Animationsstil von Shin-Chan erinnert. Falls jemand die Serie noch kennt. Ja! Soll ich mal die Kamera rüberdrehen? Ich fand's cool, wie sie sich da so... Bin verstört. Ich mag es. Ich muss meinen armen Rexy einfach finden. Aber bevor ich ihnen die Aufgabe anvertraue, muss ich mir sicher sein. Sicher sein? Müssen sicher sein, gnädige Frau. Ihre Fähigkeiten, meine Beste, ich stelle schließlich nicht jedes dahergelaufene Gesinde ein, müssen Sie wissen. Ich habe höchste Ansprüche und stelle Ihnen jetzt ein japanisches Rätsel, was Sie nicht lösen können.
Ich habe auch daran gedacht, dass das passieren könnte und ich hoffe, es ist nicht so. Ich nehme allerdings an, dass die Tochter des großen Professor Layton keinerlei Probleme mit einem Mysterium wie diesem hier haben sollte, nicht wahr? Bitte lass es kein japanisches Rätsel sein. Nein! Ja. Nein! Nein! Multiplizierende Nein. Muscheln. Nein. 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 Okay, weiter. Akzeptiere ich nicht. Na, warte erstmal. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Du liest vor. Was für ein Geheimnis, was für geheimnisvolle Muscheln. Wenn man sie schließt und wieder öffnet, verdoppeln sich ihre Perlen bis zu einem Maximum von 8 Stück. Sobald sie 5 oder mehr enthalten, schließen sie nicht mehr. Schaffst du es, dass jede Muschel genau 5 Perlen enthält? Berühre den Pfeil über einer Muschel, um sie zu schließen oder zu öffnen, wobei sich die Anzahl der Perlen darin immer verdoppelt. Du kannst auch eine Perle von einer Muschel in eine andere verschieben. Meine Güte. Berührst du die Pfeiltaste über einer Muschel, schließt sie sich kurz, bevor sie sich mit doppelt so vielen Perlen wieder öffnet. In eine Muschel passen höchstens 8 Perlen. Du kannst eine Muschel mit 5 oder mehr Perlen nicht schließen. Du Scheiße. Wie macht man das nochmal, dass man die Perle... Achso, okay. Die nimmt man dann. Nee, da müssen 5 sein, oder? Na, verdammt. Ich hab in 2 5 und in einer 4. Verdammt. Ich muss nochmal. Nee, jetzt habe ich wieder dasselbe Problem, glaube ich. Nee! Hab's! Nein! Ja! Das gibt's nicht! Ja! Och, Manu. Oh yeah. Oh yeah. Ich hab's. Ich bin wieder zurück! Also hier hätte ich jetzt 5 Stück. Da sind noch 2, also bräuchte ich eigentlich noch 3. Bin zurück. Nee, Moment, hä? Das ist jetzt. Ja. Ja. Och, Manu. Nein! Ich konnte es dir vereiteln! Ich habe nur noch einen Sieg gebraucht! Ich konnte es vereiteln! Krieg ich noch irgendwo einen Extrapunkt und den dir ziehen wir einen ab? Dann, nein. Dann hätten wir unser Alter gehabt! Das Leben ist so grausam! Perlenzüchter, so viele herrliche Perlen. Vielleicht sogar zu viele. Versuche das Rätsel in möglichst wenigen Zügen zu lösen und nicht zu viele Perlen zu bewegen. Schaffst du es in 9 Zügen? Oh, das habe ich nicht gezählt. Ich hab's vielleicht sogar in 9 Zügen geschafft. Ich weiß es auch nicht, habe ich vielleicht auch, aber ich habe jetzt nicht gezählt. Ich auch nicht. Ein neues Rezept, Radieschensalat. Radieschensalat. Ja. Ich will, sind Sie jetzt überzeugt, Frau von Doppelfond? Habe ich Ihnen meine Fähigkeiten bewiesen? Also lieber Radieschensalat als Gurkenbrote. Nö. Ja, das war überaus beeindruckend. Das stimmt nicht zuversichtlich. Herzlichen Glückwunsch, Miss. Jetzt können wir endlich herausfinden, worum es in diesem Fall geht. Eine Stofftierkatze. Wahrscheinlich. So, wollen wir noch uns umschauen, die mit den beiden reden und dann wegsehen?
Na, kommt drauf an, wie lange spielen wir das jetzt hier eigentlich schon? Also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt insgesamt überhaupt streamen. Moment, wo? Muss das mein... Moment, ich will nur mal gucken. Eine Stunde und noch was? Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Aber andererseits haben wir schon viel geschafft. Ja. Na gut. Vor dieser schönen Vase steht nicht nur eine Katzenstatue, auch nicht zwei, sondern drei. So, und jetzt links. Moment. Die Katzen haben jeweils einen anderen Gesichtsausdruck. Was für eine interessante Dekoration. Ja, eine hält sich die Ohren zu, eine die Augen und eine... Links. Warte. Links. Welche Katze ich am liebsten mag? Ich selbst. Ich bin meine eigene Lieblingskätze. Kätze. Und jetzt geh nach links. Sie ist eine Lieblingskrätze. Ich kann sonst nichts machen, ja. Okay. Oh, schaut mal, dieses Porträt. Warum hängt er so in der Luft? Das hat er noch nie gemacht. Doch, natürlich. Echt? Ja. Was ist damit, Cat? Der ist doch sonst immer so da an der Seite. Ja. Doch. Da ist ein Rätsel ins Bett gemalt. Siehst du? Versuch es doch mal zu lösen, Charles. Und wieder wechseln. Ja. Kling. Clownerie? Oh ne. Der geheimnisvolle Clown sagte, schau auf dieses Bild und nur auf dieses Bild. Irgendwann siehst du schlagartig etwas völlig anderes. Und er hatte recht. Was könnte nur der Grund dafür sein? Die Antwort ist ein Wort mit 8 Buchstaben. Und es sind 4 da unten. Hm. Es ist wahrscheinlich wieder Japanisch. Moment, ich überlege gerade. Was könnte das sein, wenn es ein Wort mit 8 Buchstaben im Deutschen schon mal ist? Also ich würd's trotzdem gern wissen, was es sein könnte. Es sind japanische Buchstaben. Echt jetzt? Und ich glaube, ich weiß die Antwort. Was ist es? Bein. Bein? Hm. Aber wieso? Weil man Wein schreiben könnte in 4 Buchstaben. Und es ist eine Weinflasche, es sind Weintrauben, es sind andere Sachen, aus denen man Wein machen könnte. Aber das hat ja keine 8 Buchstaben im Deutschen. Ja, was? Hm. 4 im Englischen. Hm. Könnte man überlegen, was könnte das sein? Also ich würde gerne trotzdem mal sehen, ob es vielleicht doch keins mit japanischen Buchstaben ist, weil da sind nur ganz wenige. Ja, aber wenn du es eingibst, kommen trotzdem japanische Buchstaben, wenn irgendwas ist. Ach so, oh nein. Okay, dann ist dieses Rätsel so wie... Unlösbares Rätsel 2. Ja, dieses ist definitiv nicht lösbar, weil wir haben die, also das ist von den Dateien schon her nicht mehr machbar. Aber was wäre es wohl? Das ist halt die Frage. Also es ist was mit 8 Buchstaben, was da auftauchen müsste. Wenn man lange genug drauf guckt. Aber es ändert sich ja auch nichts, das Bild. Ich wette, das hat einen anderen Sinn im Deutschen. Da müsste irgendwas anderes sein. Es ist irgendwas wieder mit 2 Wortbedeutungen. Wahrscheinlich. Also ich würde es auch lassen, ja. Aufgeben, ja. Ach, Mensch. Wir haben im Moment ganz andere Sorgen, oder nicht? Genau. Wen dann? Das Porträt rechts. Das da? Nein. Toll, wie sich der mutige Strich und die feine Komposition ergänzen. Was für ein Kunstwerk. Welches denn das? Bling! Münze! Dann, unten einer von den Kronleuchtern links. Das ist ein imposanter Lüster. Was? Da sieht die Gelenkleuchte im Büro fast schon schäbig aus. Wo, was war? Unten links. Ach, in einem dieser. Ja. Ah, warte mal. So, da. Ich glaube, das war's. Das wäre eine Art Säule. Dann dachte ich, es wäre eine Bombe. Erst dann fiel mir auf, dass es eine Standuhr ist. Oh Mann. Vielleicht in einem dieser. Hm. Wir hatten doch noch nicht alle Münzen, oder? Also. Hatten wir schon mal eine gefunden? Ja. Warte mal, ich klicke mal alles an. Vielleicht kommt ja dann irgendwie was
extra Kuriositäten oder so? Nö. Ich hab ja schon alles angeklebt. Na gut. Also, wen zuerst? Creepy oder Fatty? Obstsaft? Hm. So, die Creepige. Die Creepige, okay. Also die hier. Creepy. Ja, also die. Nein, die ist nicht creepy. Auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Du möchtest nicht vor ihr stehen. Vor allem nicht, wenn sie ins Taumeln gerät. Sie müssen sich schon an die gnädige Frau wenden. Wenn sie etwas wissen möchten, wenn sie gekocht werden möchten, können sie mich ansprechen. Wupp. Ich wollte einfach nur mal dieses Geräusch machen. Also, Frau von Doppelfund, vielleicht könnten Sie uns ja verraten, was wir für Sie erledigen sollen. Natürlich. Deswegen habe ich Sie hierher gebeten. Eigentlich ist das ganz einfach. Mein armer Rex ist gestern verschwunden. Sie müssen ihn unbedingt finden. Ist bestimmt ein Hund. Ich wette. Es ist ein Hund, der die ganze Zeit, also sie hat nur Bilder von Katzen dort und Katzenzeug, weil es ist ein Hund, der irgendwie auf Katzen steht, oder? Weiß ich nicht. Verstehe. Und dieser Rex ist der Rexy Rexy, den Sie bereits erwähnt haben? Ja, mein kleiner Liebling. Sie müssen wissen, dass Rexy Rexy mehr als ein Haustier ist. Er gehört zur Familie. Und Rexy Rexy ist also verschwunden? Ganz recht. Oh, das ist einfach furchtbar. Ich habe schon überall nach ihm gesucht. Aber er ist wie vom Erdboden verschluckt. Oder von mir. Naja, Diskriminierung. Aber, ja, aber ich meine, das ist... Oh, Rexy, Rexy, Rexy. Wo bist du nur hin? Das ist ein Mysterium, Miss Layton. Ein absolutes Mysterium. Na, keine Sorge, gnädige Frau. Ich lasse bei meinen Ermittlungen nichts unversucht. Auch ein Magenspiegelung nicht. Wir werden ihn finden. Meine Güte, ein Familienmitglied wird vermisst. Wie fruchtbar, ich meine furchtbar. Wir werden uns unverzüglich auf die Suche nach Rex machen. Oh, ich bitte darum. Ich bin schlichtweg außer mir vor Sorge. Ja, der Hund ist vielleicht in ihr vor Sorge. Also, gnädige Frau, ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem vermissten Hund, wenn ich dürfte. Ja, natürlich. Ich werde Ihnen nach Kräften behilfen. Ach du meine Güte! Da ist er ja! Was ist denn? Schauen Sie doch nur, wie spät es ist. Ich bin untröstlich. Aber ich bin zum Mittagessen verabredet. Oh je, ich habe gerade überhaupt keinen Appetit. Aber man muss immer den Schein wahren. Komme, was wolle. Oh, weißt du, die ist eigentlich, die wäre eigentlich voll schlank, aber sie muss immer zu irgendwelchen Geschäftsessen. Bitte warten Sie doch einen Moment, gnädige Frau. Ich würde Ihnen natürlich nach Kräften beistehen, wenn ich könnte. Aber diese Geschäftsessen sind leider unvermeidbar. Ja, ich würde ja eigentlich nicht. Dennoch vertraue ich fest darauf, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Sie finden doch meinen Rexy Rexy für mich, nicht wahr? Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Was ist mit Finderlohn? Ja. Ach, hier übrigens, aus dem Chat. Die dicken Witze sind nicht unsensibel genug.